Guten Morgen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich bin gerade im Bad, ich mache mich gerade parat und da wollte ich euch erstmal ein paar Produkte zeigen. Das hat mir eine Marke zugeschickt und ich wollte euch fragen, ob ihr die kennt. Ich bin die jetzt seit einer Weile am Austesten und ja, mit Hautpflege kriegt man mich immer. Ich liebe Hautpflege. Jetzt war ich im Bad, mich am parat machen und dann ist mir das eingefallen, da wollte ich euch mal eben fragen, ob ihr die Marke Epoda kennt. Ja, was steht heute in diesem Vlog an? Also, ich muss zu Hause dadurch, dass wir ja umgeräumt haben, wie ich das eine Mal erzählt habe, liegen noch so Krimskrams, Sachen rum. Die möchte ich endlich mal sortiert haben. Ansonsten, ja, werde ich heute Abend zur Art Night gehen. Da nehme ich euch dann mit und genau, ich fange jetzt einfach mal an. Muss mir die Haare föhnen. Endlich trocken. Ah ja, ich wollte noch mal was zu PR sagen. Und zwar ja, kriege ich jetzt immer wieder Anfragen und habe auch schon viele Sachen abgelehnt. Und zwar stehe ich voll und ganz so für Hautpflege und Make-up. Das ist ja offensichtlich. Also ich mag das total. Und für alle anderen Anfragen bin ich super dankbar. Vielen Dank für die Anerkennung. Und ja, was ich euch aber sagen wollte, also wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass ich euch Sachen vorstelle, weil alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, habe ich entweder selber gekauft oder die Marken haben mir das zugeschickt, weil ich früher für die gearbeitet habe. Und wenn ich jetzt euch etwas vorstelle, wofür ich werbe, das werde ich euch natürlich auch sagen und das werden aber auch Sachen sein, hinter denen ich stehe. Ich teste die. Und wenn ich die nicht mag, dann sage ich das euch und werde auch gar nicht dafür werben. Also dann werde ich das überhaupt nicht erwähnen. So, dass ihr das einmal von mir gehört habt, dass ich das einmal sage. Ich habe bei IKEA diese Boxen gekauft. Und ich habe unten nämlich zwei Regale, wo sich über die Jahre wirklich so einfach Sachen angesammelt haben. Und die möchte ich heute endlich mal geordnet haben. Ja. Und jetzt mache ich erstmal Essen fertig. Ich glaube, ich habe den Lachs schon zu lange im Ofen. Ich weiß nicht. Ist das noch ever? Nach dem Essen? Ja. Kaffee. Ach so, das ist besonders. Yes. Kommt. Guck mal, wie ich das jetzt serviere. Meinst du, schaffst das bis dahin? Ja, ich vertraue dir voll und ganz. Okay. Willst du hier was abnehmen? Nein. Tada. Dankeschön. Nachtisch. Ich mag das nicht. Oreos. Du magst keine Oreos? Nein, Oreos. Ich mag das. Kannst du das? Okay. Ich habe mal eine Frage. Warum hängt das da? Ich glaube, Melody hat das als Werbung dran gehangen. Was ist das? Tischtennisschläger ist das, der hier übersteigt. Das müssen wir mal abmachen. Aber gut, das ist tagelang niemandem aufgefallen. Das hängt bestimmt seit einer Woche da. Ihr habt hier Tischtennis gespielt? Wir spielen auf diesem Tisch Tischtennis. Das kann ich dir zeigen. Das funktioniert sogar wunderbar. Ja. Wir machen heute Abend sogar noch ein Turnier dafür. Heute Abend bin ich nicht da. Ja? Die Ecke will ich aufräumen. Hier ist so ein Koffer, der muss runter. Ja, da, hier in dem Korb haben wir wieder so random Sachen hingelegt. Ja, das sind Bücher, die mein Mann gerade liest. Der liest gerade so türkische historische Bücher. Das habe ich gelesen. Das gehört auch zu meinem Mann und das lese ich im Moment. Ich kann euch noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe im Moment sehr viel schwere Kost gelesen. Deswegen ist das jetzt so eine süße, kleine, romantische Geschichte geworden, die ich mir ausgesucht habe. Du hast mir gerade noch gefehlt. Ja, wie gesagt, ich bin recht am Anfang und kann euch noch nicht sagen, ob das Buch gut ist oder nicht. Dann, ja, der Korb ist eigentlich so zu Dekozwecken, aber wie ihr seht, haben wir da Sachen reingeschmissen. Ich glaube, mein Mann hat da diese Bohrmaschine reingelegt, weil wir diesen Spiegel aufhängen wollen. Der ist nämlich nur drangelehnt und ich habe immer Angst, dass der noch umkippt und kaputt geht. So, dann räume ich hier schnell auf. Ihr seht, ne, ich bin auch ziemlich chaotisch, wenn ich so Sachen benutzt habe. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. So. Dankeschön.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Erst muss der Spiegel hängen und dann schauen wir mal. Kannst du den mit dem Stift markieren, wo du ja. den Spiegel haben willst? Ja. Okay. Und hier ist das Chaoszimmer. Ihr seht, also wenn ich hier meine Aufnahmen mache, so chaotisch arbeite ich. Da habe ich so Sachen, die muss ich jetzt alle verräumen. Da die Körbe und so weiter und so fort und den Schreibtisch. Lass uns das mal schnell machen. Also ich glaube, ich stelle euch mal so ab, dann kann ich hier einfach alles zusammenräumen erstmal. Hier habe ich so alltägliche Produkte, die ich benutze und auch Sachen, die ich austeste. So, und wenn ich sowas mache, höre ich eigentlich dabei Musik. Was ist der Deckel davon? Ah, da. Das ist ein Puder, den ich benutze. Unverzichtbar hier dieses, wie heißt das, W5 Desinfizierer. Also so ein, ist eigentlich ein Badreiniger, aber den benutze ich auch hier für solche Sachen. Und ist sogar gut gegen Coronaviren. Und meine Pinsel muss ich auch reinigen. Aber das mache ich später. Ups, das ist weg. Ja, eigentlich geht das schnell. Und wenn man es direkt nach dem Videoshoot machen würde, hätte man auch nicht so viel. Aber bei mir ist das so, wenn ich aufgeräumt habe, also wenn ich ein Video gedreht habe, dann gehe ich zack hier raus, weil mir noch tausend andere Sachen einfallen. Ist schon mal aufgeräumt. Man steckt erstmal die Kiste da ab, das muss in den Müll. Hier um das Regal. Das sind so Ponys. Also Hairclips. Ne, wenn man mal einen Pony tragen möchte, nutze ich das bei Shootings. Genau, das habe ich einmal in Schwarz und in Braun. Das kommt dann hier rein. Diese Make-up-Körbe, die habe ich bei Action gekauft, aber ich bin nicht zufrieden mit denen. Das war wirklich ein Fehlkauf. Ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass die Produkte da rausrutschen können. Hello, Sir. Ja, wie ihr seht, bin ich ein kleines bisschen fanatisch. Nee, das gehört auch zu den Yepoda Skincare-Produkten. Die müssen ins Bad. Und die hier verstaube ich mal auch hier. Okay, die kommen ins Bad. Das kann erstmal da bleiben. Gleich drehe ich noch ein Reels. Und das kommt in den Müll. Ja, wie ihr seht, ich habe überall Sachen rumfliegen. Moment, das lasse ich hier. Die nehme ich mit. Trinkst du gerade einen Kaffee? Ja. Dann nehme ich auch einen Kaffee. Moment. So, ich komme mal zu dir. Unsere Safi macht gerade sauber. So. Ja. So. Prost. Prost. Tschüss. Ich wollte euch mal was zeigen. Ich wollte mir jetzt die Haare glätten. Und um meine Haare zu schützen, benutze ich immer hier dieses, wie heißt das? Color Wow. Genau. Das ist eine super Pflege und Schutz gleichzeitig, wenn man so Tools benutzt. So, ich glätte mir immer ganz schnell die Haare und mache mich dann fertig für heute. Haare sind glatt und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie ich immer so diese Babyhaare, die so rumfliegen hier oben, immer glatt bekomme. Ich nehme immer so Haarwachs, nehme auch immer so einen sauberen Duo Fiber Pinsel, nehme ein bisschen von dem Wachs auf, arbeite das in meine Hand ein und dann gehe ich in den Ansatz und bearbeite alle Babyhaare. Kommende Woche darf ich endlich wieder zum Friseur meine Haare färben lassen. Man sollte das ja in gewissen Abständen machen. Das ist super ungesund für die Kopfhaut, also gerade bei meiner. So, seht ihr?
Ich habe gerade meinen Reels beendet und jetzt muss ich noch einkaufen gehen. Ich habe schon meine Jacke angezogen. Ich muss noch meine Sachen zusammensuchen. Dann gehe ich schnell einkaufen, komme zurück und dann treffe ich mich mit den Mädels für den Abend. Ja, ich habe mich jetzt parat gemacht. Ich werde jetzt einkaufen gehen und habe mich gerade umgezogen. Ja, mein Outfit, ne? Und die besten Schuhe der Welt. Spaß. Ich ziehe mir noch andere Schuhe an. So, ich bin fertig angezogen. Einfach schwarzen Rollkragen, eine Leggings und ready to go. Jetzt müssen sie nur noch kommen. Okay, wir sind jetzt da angekommen und ein Bild wollen wir gleich malen. Wir sind gespannt. Wie heißt das hier nochmal? Ja, genau, wir sind im Urban Loft House. Oh. Das ist super, ne? Und hier sind schon die Rahmen fertig. Das sieht so schön aus, ne? Ist auch cool. Lea, dein Mantel ist schön. Ich hatte aber keine Taschen, das nervt. Ja, ich habe auch einen Mantel, der keine Taschen hat, das habe ich auch. Voll nervig. Okay, wir suchen gerade was zu trinken. Kebekuss. Ich habe auch gerade überlegt, Kebekuss, Plums, Piers, Likör. Also direkt ein Cocktail oder irgendwie sowas? Erstmal Long Drinking oder Bier oder was? The Call the Wall. Ich trinke kein Bier. Ich nehme... Ich finde, das sieht wirklich gut aus hier. Dieses Limi Smash. Yes. Ja. Ne? Ich muss euch was zeigen. Guck mal, die Kunst, Bücher, toll, und da der Kuhn. Okay, wir sind parat. Die Maske abziehen. Oder? Die anderen haben die Maske auf. Noch ist unsere Leinwand leer. Ist schon mal Zwischenstand. Ja, das habe ich gemalt. Nein, Spaß, ich habe das gemalt. Okay. Sehr gut. Darf ich dazu erwähnen, dass wir ungefähr davon was Intus haben? Aber guck mal hier, das sieht super schön aus. Gut, ja, dann nochmal vielen Dank fürs Kommen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich dann erst am Montag noch eine E-Mail bekommen. Da könnt ihr dann nicht versau machen. Kritisieren. Bitte nur konstruktive Kritik. Genau. Ja, nach der Art Night habe ich mich gar nicht mehr gemeldet, also habe nichts mehr gebloggt, weil wir haben einfach den Abend genossen, waren noch nett essen. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war es eigentlich auch schon zu diesem Vlog. Ich hoffe, ihr genießt euer Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ey, wer hat gewonnen? Du!